Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind dort, wo wir stehen geblieben sind. Bei Call of Duty Modern Warfare Remastered. Und hier geht die Party weiter, um den Informanten zu retten. Stürmen wir hier gerade das Dorf. Und dieser Weg wird kein leichter sein, überhaupt, weil ich keine Ziele sehe. Da, die müssen wir ausschalten. So, da schalten wir ein bisschen aus, die Leute. Ein bisschen vom Fenster vielleicht. Oh. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Hm. Gut, Nachtsicht brauchen wir hier aber nicht. Häuserkampf, das ist was Feines. Nachladen. Ja. Zu viel Risiko war das. Zu viel Risiko. Aber was ist eine Schlacht, eine gute, wo man nicht mindestens einmal drauf geht? Oder Leute? So, den haben wir sich jetzt geholt. No. Gib mir Feuerschutz! Ja, was ich ein bisschen bei den ganzen CODs vermisse, ist auch ein gescheites Deckungssystem irgendwie. Dass man in die Deckung rein jumpen kann. Oh. Scheiße! Nein, das war wieder zu viel gestürmt. Ja Leute, bei mir schaut ihr nicht zu, weil ihr einen Profi seht, sondern bei mir schaut ihr zu, weil es Spaß machen soll. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Trotzdem ich so oft drauf gehe. Oh. Super, danke. So, da muss man einfach ruhiger vorgehen. Einfach ein bisschen ruhiger angehen. Mann am Boden. Fuck, das waren die eigenen. Gut. Sowas kann in der Hitze des Gefechtes auch passieren. Das sollte man natürlich nicht machen. Dass man die eigenen Kameraden umbringt. Das ist ein böser gewesen. Oh. Scheiße Bewegung! Vielleicht lebt er noch! Oh. So, hier wird man vorrücken. Ja Leute, hier bleibt eigentlich wenig Zeit zum Reden, weil man immer im Geschehen mittendrin ist. Geh auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr. Alle anderen bereit machen. Auch immer was gesagt bekommt, Befehle bekommt. Und weil man sich auch konzentrieren muss auf die Action, auf die Action. Okay, Strom unterbrochen. Los! So, Nachtsichtgerät. Victor! Elektrische! Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach.
Sascha! Die ist dies! Sascha! Den killen wir mal so. Oh! Ah, der hat eine Lampe gehabt. Oh! Das war jetzt überraschend. Da ist er dann nicht. Stuwe, Hatite! Stuwe! Spetsvojska! Er ist es! Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Wir treffen bei Landezone 1, over. Bravo 6, Big Bird hier. Wir sind auf dem Weg, Ende. Los geht's, los geht's! So, Nikolai Havra. Jetzt holen wir dich da raus. So, eingestiegen werden wir mal. Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen. Ja, sehr schön, eine Trophäe erhalten. Aufklärer glauben, Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt gesehen zu haben. Wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los! Die Küste kommt in Sichtweite. Verstanden, Striker 6-4. Na gut, dann. Jawohl. Verstanden. Dabei sein. Jawohl, live dabei. Wir stehen unter Beschuss. Alter. Scheiße, das war knapp. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Ja, hier wird schon auf uns geschossen. 5 Sekunden. Aber jeder Heli kann sicher landen, das ist super. Bereit machen zum Start. Abseilen, los, los! Los, los, los! So. Druck 2 mit mir zum Zielgebäude. Die Blockadestellungen errichten! Los! Da ist das Zielgebäude. Tür auf der linken Seite aufbrechen. Formieren! Zielgebäude errichten. Gehen rein! Gehen rein! Los. Sicher! So, jetzt geht's weiter. Jackson, geh vor. Oh. Genau in die Falle rein. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt werden wir ein bisschen vorsichtiger reingehen.
Puh, das ist heftig, hier der Widerstand. Oha. Kann man sicher brauchen im Nahkampf. Dann erfahre ich mir bitte. Aber da ist niemand. Wir müssen alle Personen überprüfen und so Al-Assad identifizieren. Hier ist er nicht, Zar. Kein Zeichen von Al-Assad hier, Sir. Boah. Hauptquartier, hier Red Dog. Zielgebäude gesichert, aber kein Al-Assad. Over. Infanterie! Oben im ersten Stock! Verstanden. Over. Achtung, ich habe eben erfahren, dass Al-Assad einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet. Wir gehen zu Fuß hin und erledigen das Paket dort. Bewegung. Jetzt gibt's wieder Fetzere. Feind erledigt! Nicht so gut. Kontakt! Feindliche Soldaten! Da drüben bei diesem Auto! Mach sie fertig! Gerade los, weg da! Mann am Boden hier! Geöffnet! Sie fest! Schauen wir mal mit einer Blendgranate, was er rechnet. Boah. Ja, das ist Kriegsgebiet pur. Das erinnert mich an... An ein Spiel, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Da gibt's eine Map... Oh ja, das ist eh auch ein COD. Da gibt's eine Map, wo man genauso in... So Slums ist in so Häuserkämpfe verwickelt ist. Ziele kommen aus der Deckung! Hab ihn! Ja, das muss ein COD sein, ob das nicht. Ziel ein Advanced ist. Oh oh. Ob das nicht Vorsicht mit dem Feuer! Verbündete auf 6 Uhr! Ziel auf freier Fläche! Oh. Der ist hin! Oh, da kommt mir nicht kurz im Arm bisschen. Jetzt da. Erster Stock! Das war ja Pro-Gamer-mäßig. Nehmt sie unter Beschuss! Dann vorrücken. Ja, so. Los jetzt! Ziel auf freier Fläche! Das ist gleich von uns! Freie Fläche ist nicht gut. Granate! Granaten!
Gut, da kann man nicht drauf. Aber die sind dann schon ohnehin schon ausgeschaltet worden. Der ist erledigt! Vorsicht! Raketenwerfer! Bei dem blauen Auto! Mal am Boden hier! Boah! Das war jetzt Heavy Attack von beiden Seiten. Das war jetzt Heavy Attack. Bist du deppert? Ja, so kann's gehen. Feind mit Raketenwerfer! Drum machen wir das dann nochmal. Da sind sie. Wechsel das Magazin. Ziel auf offener Fläche. Östlich von uns. Noch Kamera. So, die werden gleich drauf gehen, hoffe ich. Das passiert uns jetzt frei. Das ist doch noch einer. Granate, lauf! Feindliche Soldaten! Nein, im roten Auto! Östlich von uns! Mann am Boden hier! Oh! Da muss man ein bisschen in Deckung gehen. Östlich von uns! Granate! Da fallen sie wie die Fliegen. Leute, oben! Eben, dann kann man nicht zerstören. Munition wird da schon recht knapp. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Feindkontakt! Bei dem roten Auto! Erledigt sie! Hab ihn erledigt! Den Flammenwerfer habe ich jetzt nicht gesehen. Feindkontakt! Nahe dieser Ziegel! So, stirb endlich da oben. Gibt's ja nicht. Vorsicht beim Feuer! Da kommen Verbündete! Nein. Scheiße. Ja, Munition hat man doch wieder bekommen. Hab ihn erledigt! Jetzt geht's weiter gnadenlos. Gnadenlos rückt man immer ein bisschen weiter vor. Feindkontakt! Oben im ersten Stock! Granate! Ich wollte wegspringen. Das wurde aber nichts. Oh, wie viel kommen da noch? Nein! Oh, ein explodierendes Fahrzeug. Das ist ja heftig. Boah. Das spawnt man gleich einmal geschmeidig. Einer weniger! Alter, da wird man wirklich von beiden Seiten beschossen. Alter. Erster Stock!
So, wo ist der Haberät? Vorsicht mit dem Feuer! Verbündet da braucht man keine Schrot, da braucht man noch eine andere Fernfeuerwaffe. Und genau die habe ich mir jetzt geholt. So. Da ist jetzt ein Schlachtfeld. Holen wir mal den Haber. Feindliche Soldaten! Nahe der kaputten Mauer! Einer weniger! Zielgebäude in Sicht. Nein. Ja, jetzt bin ich genau eine Granate gelaufen. Läuft, Leute! Das ist nicht leider. Feinde! Nahe dieser Fässer! Komm, zeig dich! Granate! Lauf! Oh. Feind auf offener Fläche! Feuert auf die da hinten! Hab ihn erledigt! Ja, Leute, hier bleiben wir im Gefecht einmal stehen, aber Fortsetzung folgt das nächste Mal. Ich hoffe, ihr schaut mir trotzdem zu, auch der vielen Tode wegen. Und ja, hier ist der Fun Gamer. Man sieht, ich spiele nur das Fun und nicht das Ehrgeiz. Weil sonst hätte ich schon längst den Hut drauf geworfen. Ja, und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!